Mein Name ist Christian Steffag, ich bin 27 Jahre alt und habe vor ziemlich genau einem Jahr hier bei Werner Sobeck Frankfurt angefangen und bin dann auch direkt ins Projekt Form mit eingestiegen. Ich bin angestellt als Tragwerksplaner, als Projektingenieur und so. Wir haben das Problem mit den Stützenknicken. Die Stützen im T1, der ungefähr 240 Meter hoch ist, gehen die Stützen geschossweise nach unten hin ab, zentrisch. Und in den unteren Geschossen haben wir eben die architektonische und technische Besonderheit, dass die Stützen einen Knick bekommen. Das hat bei uns den Nachteil, dass wir jetzt, wenn wir gerade drauf drücken und die Stütze einen Knick bekommt, eine horizontale Abtriebskomponente bekommen. Und diese Kraft geht es eben, dabei geht es darum, diese Kraft mit einem kompakten, möglichst kompakten Einbauteil einzufangen und dann konzentriert in Richtung der aussteifenden Bauteile abzuleiten. Mein Name ist Viviana Locorotondo und ich bin die Projektleiterin vom Turm T4. Das Bauvorhaben hat sehr viele Besonderheiten. Eine Besonderheit ist das Halbfertigteil-Deckensystem, was wir im Turm 1 und im Turm 4 haben. Mein Name ist Patrick Hede. Ich bin Projektleiter im Projekt 4 und Teamleiter hier in Werner Sobeck Frankfurt. Insbesondere im Turm 1 und Turm 4 haben wir sehr kleine Erschließungskerne. Die Aufzugskerne sind sehr klein und kompakt, weil wir mit einem Doppelaufzug fahren. Das heißt für uns als Tragwerksplaner, dass wir eine sehr kleine Kern haben, was unsere Windlasten aufnehmen kann. Mein Name ist Pascal Wecker. Ich arbeite hier in Frankfurt bei Werner Sobeck und bin Teil der Tragwerksplanung für das Projekt 4 in Frankfurt. Ich betreue statische Sonderlösungen im Massivbau und unter anderem unser Halbfertigteildeckensystem. Ich freue mich, hier in Frankfurt nachhaltig das Stadtbild zu prägen mit einem Ensemble von 4 Türmen und eine Landmark für den innovativen Einsatz von Halbfertigteilen im Bruchbau zu setzen. Servo, wir befinden uns jetzt hier im T4, umgeben von der wunderschönen Frankfurter Skyline. Also das Einzige, was im Anschluss noch hier voll vergossen wird, ist die obere Lage der Bewehrung. Die wird wirklich in Ortbetonweise dann nochmal zugekippt mit Beton. Und dann haben wir ein voll monolithisches Bauteil, was mit den Stützen angeschlossen ist.